soweit. Heute mit einer kleinen, ja, hoffentlich Reparatur. Und zwar habt ihr eventuell gesehen, dass ich hier diese Dinger hier gerne mal einsetze. Ja, Son of Basic oder entsprechende Nachbauten. Keine Ahnung, ob das hier ein Original ist. Einer davon, der war in einem Testaufbau und hat nicht unbedingt das getan, was ich möchte. Er ist nämlich einfach aus dem WLAN geflogen und ich konnte ihn nicht mehr verbinden und oder erreichen. Und irgendwie das Ding ist seltsam. Das ist der hier. Wie wir sehen können, kein Sonoff-Logo drauf. Ist also irgendein Nachbau, auch wenn, naja, es sieht halt relativ gleich aus. Was allerdings der hier hat, na, der war fix angeschlossen, also starre Drähte überall. Ich habe jetzt mal hier notdürftig ein Schuko drauf gemacht. Und naja, ich bin noch nicht so ganz überzeugt von dem Ding, denn ich stecke den jetzt mal hier ein. Ist noch kein Strom drauf, aber wenn wir jetzt mal hingehen, ich hole euch mal gerade näher ran. Vielleicht merkt ihr da was. Vorführeffekt, jetzt passiert gar nichts. Okay, dann halt nicht. Ja, beim letzten Mal, als ich das gemacht habe, da hat es irgendwie komisch gekritschelt. Und kritscheln ist meistens keine gute Sache, insbesondere bei Netzspannung. Also zerlegen wir mal das Ding und gucken, ob wir irgendwie den Grund finden. Ich habe da schon so eine Vermutung. Ich schätze fast, dass hier die Drähte, die gehen ja in hier so ein Schraubterminal, dass das eventuell eine kalte Lötstelle hat oder sowas. Aber ne, holen wir mal den Schraubendreher, gucken rein. Oh ja, ich denke, da sieht man es schon. Das wackelt doch ein bisschen viel. Ja, ich glaube, wir haben kaputte Lötstellen. Das dürfte eine schnelle Reparatur sein. Das ist gut für mich, schlecht für euch. Denn, so, werden wir nicht viel machen können. Auch das kann halt mal passieren, dass es tatsächlich nicht viel gibt, was man machen muss. Wie immer natürlich, Achtung, hier kann Netzspannung mal drin gewesen sein. Ja, ihr kennt den Spaß. Gerade hier die Kondensatoren vom Eingang können natürlich Strom haben. Und wie sieht's aus? Ist er kaputt? Nö. Oh. Ich hätte jetzt gedacht, hier wären die Lötstellen kaputt. Sind sie nicht. Er sitzt einfach nur schief. Ha. Noch sonst. Sieht zwar jetzt nicht so schön aus mit dem ganzen Flussmittel hier drauf, was überall noch hängt, aber ich sehe keinen Grund, warum es nicht gehen sollte. Na gut, biegen wir uns das Ding mal wieder zurecht und probieren das einfach nochmal. Vielleicht haben wir ja Glück und finden doch noch irgendwie einen Fehler. Da, okay, ich sehe es. Nee. Ich dachte. Ich glaube, der Pin ist gebrochen, der hier runter geht. Ja, der Pin ist abgebrochen. Okay, das ist natürlich dann auch fies. Es hat nicht die Lötstelle erwischt, sondern den Pin vom Schraubterminal. Okay, holen wir mal ein bisschen Strom und löten das Ding einfach mal aus. Ich gehe davon aus, dass nur noch, welcher war es? Die Seite nur noch der N befestigt ist. Ha. Und ja, da sehen wir es. Hier ist noch der Rest vom Pin, vom L. Und hier ist er abgebrochen. Ach gut, das erklärt, warum der Kram nicht geht. Tja, was machen wir jetzt? Suche ich mir noch einen neuen. Ich guck mal, was ich da habe. Okay, ich habe was halb passendes, und zwar der hier. Auch zwei. Der Pinabstand sieht richtig aus, aber naja, zum einen ist es dicker, braucht also mehr Platz nach hinten und vor allen Dingen ist es auch höher. Hat also wahrscheinlich mit dem Gehäuse ein Problem, aber naja, zum Gucken, ob es das ist. Sollte das reichen? Also gucken wir mal, ob wir das hier irgendwie hinkriegen. Erstmal müssen wir die Löcher freikriegen. Das kann im Übrigen auch noch ein Problem sein. Ich glaube, die Pins sind einen Ticken dicker. Das heißt also, im schlechtesten Fall haben wir das Problem, dass die Pins nicht da durchpassen. Natürlich passt meine Nadel auch nicht durch. Ja, mal gucken, ob die Einbeugung reicht, dass ich genügend zielen kann. Okay,
zu sitzen, zumindest mal in der Vertiefung. Das dürfte ausreichend sein. Ich denke, sie sind drin. Kriegst du nur nicht ganz runter. Ich schätze mal, das ist dann die angesprochene Pin-Dicke. Und ja doch, das müsste funktioniert haben. Gucken wir mal. Ein bisschen frisches Lot drauf, dass das alles gut hält. So. Ja, nicht schön, aber sollte eine gute Übertragung geben. Und jetzt werden wir feststellen, dass das natürlich nicht mehr ins Gehäuse passt. Ich denke, das ist halbwegs sicher. Ja, das war eigentlich schon zu vermuten. Ja, im Notfall schnibbeln wir hier gleich ein bisschen raus. Das Gehäuse ist eh schon an ein paar Stellen kaputt. Von daher macht das dann auch nicht mehr ganz so viel aus. Aber wir wollen ja erstmal gucken, ob das funktioniert. Wo war denn hier L und N? Nicht, dass es was ausmacht, aber wenn wir schon Beschriftung haben, holen wir auch die richtigen Kabelfarben. Zumindest für den Teil, der ja, fix ist. Aktuell mit einem Schuko-Stecker, ich hatte es ja schon tausendmal erwähnt, Schuko leider in Deutschland nicht gepolt. Das heißt, da weiß man nicht, wo L, wo N ist. In meisten Fällen macht es praktisch keinen Unterschied, aber manchmal wäre es schon halt schön, das sauber zu haben. Aber mit den hiesigen Stecksystemen leider nicht möglich. So, drin ist, ja, hier sehen wir schon, wie es sich biegt, ist natürlich jetzt schlecht mit einem Stecker und einem fixen Kabel, aber das ist das, was jetzt hier zum Testen da ist. So, dann stecken wir mal ein, gucken, was diesmal passiert. Mit Glück ein bisschen mehr. Okay, leuchten tut's, blinken auch. Lassen wir mal starten, mal gucken, was er macht. Oder ist Blinken einfach, weil er im Config-Modus ist oder sowas. Können ja mal testen, was passiert, wenn wir drücken. Okay, wenn wir drücken, geht's Relais an. Wenn wir nochmal drücken, geht's Relais aus. Also ich gehe davon aus, das ist schon mal da. Dann suche ich mir mal ein Handy. Guck mal, ob der hier irgendein WLAN gefunden hat. Und ich habe irgendein Tasmota-WLAN. Dann gucken wir doch einfach mal, was das so sagt. Okay, mit welchem Netz wollen Sie sich verbinden? Das klingt ja erstmal gut. Machen wir mal More Options. Können wir nicht hier einfach bedienen? Ja, anscheinend nicht. Schade. Okay, ich habe hier was. Das sieht richtig aus. Ja, scheint wieder zu funktionieren. Das Motor 10 könnte man natürlich auch mal upgraden. Machen wir das mal gerade. Also schauen wir mal GitHub Arend ST Tasmota Latest Release. Ist der V12. Und was ich hier suche, das ist die Assets. Was haben wir? Da, Tasmota Minimal, Tasmota Light. Ich suche einfach nur Tasmota. Tasmota.bin, klingt gut. Nehmen wir die. Dann da gespeichert. Können wir hier auf der Seite Firmware Update. Oh, wir können sogar OTA URL. Ja, das macht es einfacher. Dann nehmen wir da einfach die. Was ich jetzt noch mache, ist aber mal gerade mir eine Konsole zusätzlich auf. Eventuell sieht man da was. So, Start Upgrade. Upgrade URL. Okay. Upgrade started. Okay, ich habe gerade das Relais schalten gehört. Ah ja. Aber auch nur schalten, es passiert sonst nichts. Kann ich pingen. Und reagiert auch nicht auf den Taster. Und da war ich wohl etwas früh. Denn hier ist er. Ja. Als ich gerade Stopp gedrückt hatte, ist das Relais wieder ausgegangen, hat angefangen zu blinken und jetzt ist er in jedem Zustand und hey, ich kann wieder schalten. Hooray, mit der aktuellen Version. Sieht alles gut aus. Ja, viel mehr Funktionen haben wir eh nicht, außer On-Off. Hier die On-Off-Basic, die haben ja wirklich nur einen Schalter, sind sonst nichts. Wir haben keinerlei Sensoren, wir haben keine Strommessung oder irgendwas. Das ist dann halt so. Nur gut, ja, ich denke, das kann dann wieder an seinen alten Platz. Noch mal gerade gucken. Ja, okay, MQTT ist nicht mehr drin. Anscheinend hat er die Config verloren. Kann aber auch sein, dass das vorher weg war.
Na gut, ich konfiguriere das Ding mal wieder fertig. Und das sieht gut aus. Auch in Home Assistant ist das Ding jetzt da. Und oh, ich glaube, der schaltet wieder. Gut. Fehlt noch eine Sache. Wir sollten das Ding vielleicht ein bisschen besser verpacken. Also, nehmen wir uns den mal hier. Ziehen erstmal den Strom aus. Einfach um sicher zu sein, dass wir auch hier nichts haben. Sorgen hier dafür, dass wir kein Dings haben. Okay, kleiner Funke. War also noch sogar ein bisschen geladen. Und der soll jetzt bitte wieder hier rein. Mit Zugentlastung gleich wieder. Dazu müssen wir hier ein bisschen was rausnibbeln. Haben wir hier eine Zange. Und ja, da ich es jetzt erstmal auf dem Tisch benutzen werde, werde ich hier das Kabel tauschen. Gerade mal gucken, hier haben wir doch bestimmt nur irgendwas Flexibles. Ich meine, das Ding kann eh nur bis, was sagen sie offiziell, 10 Ampere. Ich würde es nicht ausprobieren. Ein dünnes Kabel wird da schon reichen. Hängt ein 0,75 oder 1 Quadrat, ein normales Anschlusskabel. Und zum Glück sind ja überall irgendwelche Anschlusskabel dabei. Was hat das hier? Steht aus dem Kabel. Bla bla bla. Jede Menge, aber keine Größe oder was? Ich meine, es wird 0,75 sein, da bin ich mir relativ sicher. ÖVE, SAE, EAE. Ordinary Duty. Cable Flexible IEC. Da. 3G 0,75 Quadrat. Ja, reicht. Ich nutze es, wie gesagt, eh nur zum Testen. Von daher bin ich da schmerzfrei. Also, Kabel ab. Und dann kann das Neue dann da dran. Okay, kleiner Fehler, große Ursache. Ja, kaputter Dings. Wahrscheinlich aufgrund von falschem Kabel. Denn, naja, es hat einen sehr guten Grund, dass hier dieses NUM-Kabel halt für Installationen gedacht ist. Und nicht, um mal irgendwas zu testen. Ich meine, das Ding war im Prinzip fix verbaut, aber ich hatte es halt nicht festgeschraubt. Eventuell, dass es sich tatsächlich ein bisschen bewegt hat und durch das starre Kabel dann, dass hier kaputt gegangen ist. Oder es ist einfach schlechte Qualität. Wahrscheinlich ein bisschen von beidem. Na gut, ich habe jetzt ein flexibles Kabel dran. Damit dürfte das nicht mehr so schnell passieren. Und ja, damit tut hier das Ding dann hoffentlich im Testaufbau auch weiter, was es soll.